Und wieder geht drauf mit den Krankenkassenbeiträgen. Guten Abend zu Report München. Wir alle müssen bald mehr für unsere Gesundheit bezahlen. Die Bundesregierung will das so beschließen. Dass aber an vielen Stellen unsinnig viel Geld ausgegeben wird, das steht nicht zur Debatte. Da werden Gesunde zu Kranken gemacht, damit sich die Pharmalobby mit immer neuen Krankheitsbildern den Gewinn sichern kann. Recherchen von Annette Peter und Pia Dangelmeier. Eigentlich ist Peter Hanisch gesund. Der 61-Jährige fährt mit seinen Inlineskates bis zu 20 Kilometer am Tag. Er raucht nicht, ernährt sich ausgewogen. Doch für einflussreiche Kreise in der Medizinbranche gilt er schon als Risikopatient. Denn sein Cholesterinwert ist höher als der aktuelle Grenzwert. Todesfalle, Cholesterin? Immer wieder wird vor den Gefahren gewarnt. Und laut der sogenannten Lipidliga liegt jeder dritte Deutsche über dem Grenzwert. So wird man schnell zum behandlungsbedürftigen Patienten. Zu Recht? Die Grenzwerte stehen in den Leitlinien und Ärzte klammern sich an Grenzwerte. Auch der Hausarzt von Peter Hanisch. Zunächst gibt er ihm daher Statine, um die Werte zu senken. Doch das hat Nebenwirkungen. Wenn ich jetzt Sport mache, dann habe ich immer so harte Oberschenkel, die war eine richtige Blockade. Peter Hanisch verliert die Lust am Sport. Er zieht sich zurück, nimmt 5 Kilo zu. Der Arzt handelt schließlich, setzt das Medikament ab. Das Statin hatte ihm ja da eine deutliche Risikoreduktion beschert. Allerdings konnte er dann keinen Sport mehr machen. Und die Risikoreduktion durch den Sport ist höher als die durch das Statin. Deswegen ist Herr Hanisch ohne Statin besser dran, als wenn er es einnehmen würde. Der Ausdauersportler Peter Hanisch. Ein klassischer Fall von zwar leitliniengetreuer, aber unnötiger Therapie. Peter Sawicki, Deutschlands oberster Arzneimittelgutachter, warnt vor diesem gefährlichen Trend. Wenn wir sagen, wir nehmen grenzwertige Blutdruckwerte dazu, grenzwertige Blutzuckerwerte und grenzwertige Cholesterinwerte und vielleicht auch noch Harnsäure dazu oder andere Risikofaktoren, dann gibt es keine Gesunden mehr. Dann ist jeder Mann über 40 krank und jede Frau über 60 hat irgendwas, was behandlungsbedürftig ist. Und das ist irgendwann mal das Ziel dieser Industrie, dass es keine Gesunden mehr gibt. Massenscreening in Leonberg. Schlange stehen am Testmobil. Hier kann jeder, egal ob krank oder gesund, seine Werte messen lassen. Blutzucker, Blutdruck, Cholesterin. Der ist erhöht mit 221. Der ist zu hoch. Ja, bis 200 ist normal. Sind wir jetzt 221. Es ist noch nicht dramatisch, aber mal gucken lassen, gell? Die Menschen hier werden durch die Messungen auch verunsichert. Ich dachte, ich wäre eigentlich fit. Aber sieht man erst, wenn jetzt mal so eine Untersuchung macht, dass man nicht ganz so gesund ist. Das manchmal blinde Vertrauen allein in die Grenzwerte sitzt tief. Beispiel Blutdruck. Hausarzt Richard Barabasch kritisiert, die Idealwerte für Blutdruck sind in den letzten Jahren immer weiter gesenkt worden. Besonders zum Nachteil für ältere Patienten. Die Konsequenz aus einer zu starken Blutdrucksenkung wäre dann letztendlich niedrigerer Blutdruck oder Oberschenkelhalsbruch. Oder eventuell auch Schlaganfall. Denn wir wissen, dass die Problematik einer zu starken Senkung sehr wohl Krankheiten provozieren kann. Und es ist kürzlich auch in einer bei Diabetikern durchgeführten Studie eindeutig nachgewiesen worden. In den USA, oft Vorreiter in der Medizin, ist man schon weiter. Auch beim Bluthochdruck, Hypertonie. Hier hält man bereits die Vorstufe, also Prähypertonie, für eine Gefahr. Und auch Prädiabetes, also leicht erhöhter Blutzucker, wird bereits als kritisch eingestuft. Novartis bemüht sich bereits um Zulassung des Blutdrucksenkers Valsartan, auch zur Prädiabetesbehandlung. Der Markt ist riesig. 57 Millionen Amerikaner werden bereits heute als Prädiabetiker und somit potenzielle Patienten eingestuft. Nicht nur in den USA gibt es diese Bestrebungen, immer früher zu diagnostizieren und immer früher zu behandeln, sondern das ist in Deutschland ähnlich. Die Kräfte, die dahinter stehen, sind einerseits die Fachexperten, andererseits aber auch die Pharmaindustrie, die sich erhofft dadurch, dass es mehr Kranke gibt, dass mehr gesunde Menschen mit solchen Diagnosen behaftet werden und dann zu Kranken klassifiziert werden und auch behandelt werden müssen.
Das Problem, viele Fachgesellschaften, die Leitlinien erstellen, sind mit der Industrie verbandelt. Das zeigt schon ein Blick ins Internet. Pharmahersteller agieren als Förderer. Die allermeisten Leitlinien der Fachgesellschaften sind unter Mitwirkung der pharmazeutischen Industrie erstellt. Und das ist ein Verkauf der medizinischen Unabhängigkeit, der schwerwiegend ist, weil es Patienten schadet und weil es zu mehr Ausgaben im Gesundheitswesen führt und damit auch die Solidargemeinschaft schadet. Report München konfrontiert den Vorsitzenden der Gesellschaft für Fettstoffwechselstörungen mit den Vorwürfen zur fehlenden Unabhängigkeit. Wenn wir jetzt aber sozusagen der Forderung, die es ja gibt, dass die Fachgesellschaften wirklich abgekoppelt sein sollten von den Profiteuren, also in Ihrem Fall die Nahrungsmittelindustrie, die Pharmaindustrie, auch Gerätehersteller, könnten sie dann existieren? Als Fachgesellschaft? Eine gewisse Abhängigkeit ist ja doch da, die machen ja doch einen großen Anteil aus. Die Abhängigkeit führt aber nicht dazu, dass wir uns in deren Sinne verhalten. Grenzwerte und Leitlinien, die von der Pharmaindustrie beeinflusst werden, nutzen dem Patienten nicht nur wenig, sondern können ihm sogar schaden. Peter Hanisch hat Glück. Sein Hausarzt fixiert sich nicht nur auf Grenzwerte, er hat den ganzen Menschen im Blick. Ja, aber den Ärzten das zu überlassen, reicht nicht. Und der Einfluss der Pharmalobby sollte endlich beschränkt werden.